wunderschönen guten Morgen. Dienstagmorgen haben wir 6:15 Uhr. Heute Morgen ziehe ich erstmal wieder aus. Dann fahre ich nach, beziehungsweise lade ich hier im Hof den 566. Den fahre ich hoch nach Trier. Und dann hängt auch ein 566 von der Liebe in Landstuhl. Soll auch irgendwo da hinaus im Saarland. Irgendeine Asphaltmischanlage. Vielleicht die ich gestern erwähnt hatte. Schmelz, glaube ich, war das. Aber nee, da steht ein anderer Ort drauf. Ich weiß es nicht. Gucken, ob ich schon eine E-Mail habe davon. Nee, habe ich noch keine. Also wie gesagt, geht's wieder ausziehen und dann den Radlader hoch nach Trier. Gleich. Thank you.
Zeit, dass ich wieder was wieder rauskomme hier. Ich sitze schon zu lange. Schlagloch sucht, jeden Dreh findet er eins. Alter Schwede. Ja,
So, vorne wo der Kran steht. Ah, da guckt auch schon der Baggerarm raus. Und die rennen über die Gasse, ohne zu gucken. Das Schild hin jetzt wegräumen. Das da steht er, der Mattes. 11.30 Uhr, ich fahre jetzt hoch nach Petersberg. Da bin ich gleich, ja, die Baustelle gibt es noch. Auch schon sehen hier links von mir, die werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Steht unser 926. Der sollte eigentlich nach Gersheim, aber dann habe ich einen Anruf bekommen, der geht nach Hause. In Gersheim wird ein Bagger mit Gummiketten oder halt ein Radbagger benötigt. Rein und dann lade ich hier. Und dann fahre ich wieder zurück und fahre hier links rum wieder raus. Bleib ich hier näher bestehen. Gucke, vielleicht kann ich ja noch zusammenschieben. Aber eigentlich könnte ich noch bis heben. Geht das noch? Bleibe ich hier gerade stehen und häng ab. Ja, so, Bagger ist sauber, das ist sehr gut. Hänge ich hier ab, was und was er an Löffel dabei hat. Sehen wir dann. Gelbe Wammes und der alte Stadthelm. Erst hier anziehen. Sonst gibt es aufs Maul. Sorry. Anziehe, wie gesagt, kriege ich Baustellenverbot. Soll ich's wagen? Egal. Nee, machen wir nicht. So, mach das jetzt schnell und dann bis gleich. Ich habe einen dicken Helm auf. Könnte sein, dass man wenig bis gar nichts sieht. So, das scheint der einzige Löffel zu sein, den der Bagger dabei hat. Ich sehe sonst keinen anderen Löffel. Ich werde den halt mitnehmen.
Leitungen noch liegen hier, mache ich noch schnell weg. So schön gesagt, oh geil, nur ein Löffel dabei, steht hier vorne zwischen den ganzen, zeige ich euch gleich, zwischen den ganzen Styropor-Paletten stehen noch zwei Löffel drin von uns und eine Rüttelplatte. Jetzt fahre ich den Bagger nicht mehr runter, jetzt sind hier die Busse, die hier auf der Seite standen, die sind jetzt gerade weggefahren, machen Mittag nehme ich an. Und fahre ich mit meinem LKW da näher dran und gucke, ob ich den Kram geladen kriege. Thank you.
Uhr, bin jetzt auf dem Weg nach Kaiserslautern, Ziegelbach. Da steht ein Bagger vor dem Kunden. Eigene Spur, ne? Und dann sehe ich den Bagger irgendwo. Yeah.
Jetzt. Furchtbar. Furchtbar. Beide im fünften Gang quäle gelassen. Er macht nur einen Gang runter, ich halte. Das ist das. Vermiss ich mein Kupplungspedal, echt. So, wo fahren wir jetzt hin? Da hoch, okay. Yeah.
Röhre hinten dran. Gib mal wieder mal Spur hinten dran. So, mal gucken, wie ich jetzt wieder nach Hause fahre. Ob ich denselben Weg zurückfahre. Ich vermute es fast. Ich vermute das fast, dass ich denselben Weg zurückfahre. Besser aus, wie es war.